Er wusste ganz genau, wenn sie wirklich versucht hätten, den Tag X durchzuziehen und zu räumen, dann hätte es Tote gegeben. Du warst täglich auf der Titelseite der Bild-Zeitung. So, ne? Man muss sich das vorstellen, das war wirklich eine Bürgerkriegssituation. Wir wollten bezahlbaren Wohnraum und diesen bezahlbaren Wohnraum nicht den Immobilienhain überlassen. Ich weiß, es klingt jetzt wie Großvater erzählt von 1418 oder 3345, aber der Unterschied zum Großvater ist, wir haben für die richtige Sache gekämpft und der hat damals für Gott und Vaterland gekämpft. Der Unterschied ist ja nun auch mal zu sehen. Deutschland muss starren, damit wir leben können. Du hast ja eben schon gesagt, ihr kamt aus der Hafenstraße, oder ihr habt in der Hafenstraße gewohnt zu der Zeit. Ja, mal gewohnt, mal nicht. Also Scout und ich haben außerhalb der Hafenstraße gewohnt, aber du warst ständig in der Hafenstraße präsent. So, ne? Ja, das ging ja los 81, obwohl ja. Du warst schon vorher in der Hafenstraße, als du von zu Hause ausgezogen bist, aber diese Häuser besetzen, Geschichte ging ja los. Ja, ich gehörte zu den ersten Leuten, die das, da gibt es auch eine Story, die kannst du dir auch so nicht ausdenken, Digga. Also wir gehen mit 5 Leuten da rein und es war so, es gab so eine sogenannte heiße Sanierung, die haben dann auch die Dachböden angezündet, damit dann die letzten Widerständler da noch rausgehen. Und wir dachten, es wären alle Leute raus und wir wollten checken, na, türenmäßig und so weiter und geht der Strom noch und so. Und stehen da vor der Wohnung und setzen das Stemmeisen an, wollen in die Wohnung rein, sind also sozusagen in den Vorbereitungen, die Hafenstraße zu besetzen. Und irgendeiner von uns sagt, ey, Digga, hör mal, da läuft ein Fernseher. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Und es lief ein Fernseher. Und es war die letzte Familie, sozusagen, ne, die den bis zum letzten Widerstand geleistet hat, gesagt, wir ziehen hier nicht aus. Und dann haben wir halt angeklopft, dann haben wir uns mit denen geeinigt, die sind dann irgendwann später ausgezogen. Also ich war wirklich ganz früh dabei. Ja, und wir haben die Wohnung dann erstmal denen noch überlassen. So, ne? Also das dürfte wohl klar sein. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es dann so weit sich entwickelt hat, dass es dann irgendwann eskaliert ist mit der Polizei und mit der Stadt? Naja, sie haben... Die Taktik der Cops zu der Zeit war, dass sie Nadelstiche gesetzt haben, die allerdings dann auch größere Nadelstiche waren. Das heißt, sie sind zum Beispiel dann rein, wo der Widerstand noch nicht so groß war, dass sie rein konnten, und haben mit Pfefferspray und CS-Gas die ganzen Wohnungen besprüht. Also sind vornehmlich in die Schlafzimmer rein und haben immer das ganze CS-Gas in die Betten reingesprüht, ne? haben Wasserrohre zerkloppt, haben Leitungen rausgerissen und so und wollten uns da über diese Art und Weise rauskriegen. Dann wurde der Widerstand aber größer und da ist auch ein ganz zentraler Aspekt, ist auch da haben wir nie Gewalt ausgeschlossen. Ne? Wir haben sie immer als eine Gegengewalt begriffen. Das ist also wirklich ein ganz zentraler Aspekt. Aber wenn der Staat, wir wollten bezahlbaren Wohnraum, und der Staat hat so gewalttätig und so massiv auf uns reagiert, dass uns eigentlich gar nichts anderes übrig blieb, als uns auch zu bewaffnen. Das ist ein Punkt gewesen. Und hier ist der zweite Punkt gewesen, ähnlich wie beim FC St. Pauli, dass man dann mit dem alten Stamm klarkam. Hier war es so, dass die ganzen alten Kiezianer tatsächlich auf unserer Seite waren. Das hört sich an wie ein Klischee, ist aber tatsächlich so gewesen. In der Barrikadenzeit dann 85 haben die nachts Thermoskannen mit Tee und Kaffee und selbst gekochter Suppe und so. Und die haben gesagt, ey, endlich passiert hier mal was. Ne? So, und das war auch ein zentraler Aspekt, weshalb wir da so erfolgreich waren. Und so schaukelt sich das natürlich hoch. Irgendwann kommen die Bullen nicht mehr rein. Diese berühmten Fotos, wo sie dann von oben auch Steine auf den Kopf kriegen, als sie unten rein wollten und Farbeimer auf den Kopf kriegen und so. Und dann wurde der Widerstand wurde auch international. Das ist auch ein zentraler Aspekt nochmal, weshalb ich glaube, dass wir in der Hafenstraße ja siegreich waren, genauso wie wir es beim FC St. Pauli waren. Dann heute wohnen Leute von uns in der Hafenstraße, nur mit Verträgen. Na, so, das ist ja mal ein ganz klarer Sieg, den wir da eingefahren haben. Ein klares 3-0 gewesen oder was, Digga. Und das hat sich aber dann hochgeschaukelt. Jetzt kommen die Bullen irgendwann nicht mehr rein, weil wir so verbarrikadiert haben, weil Klamotten von oben fliegen aus den Fenstern. Und so ist das natürlich auch so eine Gewaltspirale. Eine Spirale schaukelt sich nicht hoch, aber eine Schaukel schaukelt sich hoch. Also eine Gewaltschaukel ist es gewesen. Der Widerstand wurde dann aber zunehmend auch internationaler. Zu der Zeit gab es gerade in Holland viele besetzte Häuser. National auch in Berlin. Das heißt, der Widerstand ist auch immer breiter geworden. Und auch bürgerliche Kreise, muss man sagen, haben sich da gerade gemacht tatsächlich, womit du eigentlich gar nicht gerechnet hast. Das war dann auch wichtig, dass auch so linksliberale Medien dann auch tatsächlich dann irgendwann auf unserer Seite waren. Zur Barrikadenzeit steht plötzlich der Erbe von Reemtsma, Jan-Philipp Reemtsma, steht in der Volksküche unten und will uns die Häuser abkaufen. Aber euch irre. Da wohnen lassen. Irre, aber uns da wohnen lassen, sozusagen lebenslanges Wohnrecht, nur um die Luft aus dem Konflikt rauszunehmen.
ist dann nicht passiert, aber das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, der Widerstand ist nicht nur so ein kleiner Klüngel gewesen, so ein kleiner militanter Kreis gewesen, sondern es wurde immer breiter und immer breiter und immer breiter halt so. Ne? Und das hat natürlich dann auch zu dem Sieg beigetragen. Also ich würde gerne noch einmal an den Anfang von dieser Hafenstraßenzeit gehen, weil also es waren leerstehende Häuser, die irgendwie baufällig waren, die niemanden interessiert haben. Nee, und ihr seid interessierte die Immobilienhaie hat es natürlich schon sehr, sehr wohl interessiert. Und das wussten wir auch, dass das natürlich Sahnestücke da unten sind. Ne? So, weißt du, das war natürlich nicht irgendein besetztes Haus irgendwo am Stadtrand, wo sie sicherlich nicht so reagiert hätten, sondern hier ging es um Millionen und Abermillionen. So, ne? Und das Kapital in Deutschland wird geschützt, so ist das nun mal. So. Und es wird dann auch geschützt durch massive Gewalt der Uniformierten. Und so kommt das dann zustande. Halt. Dazwischen ist ja noch sehr viel passiert, wie du gesagt hast. Ihr, am Anfang sind die Bullen da noch reingekommen, später sind die Bullen da nicht mehr reingekommen. Ja. Wie habt ihr euch da militarisiert, dass die Bullen da nicht mehr reingekommen sind? Naja, wir haben verbarrikadiert. Ne? Also erstmal haben wir zugemacht, massiv zugemacht mit schweren Eisenplatten und so. Und es schaukelte sich dann so hoch, dass die ganze Geschichte immer militanter wurde. Also wenn die Bullen aufgetaucht sind, dann standen da nicht mehr 200 Leute, sondern da stehen dann irgendwann 2000, dann stehen da 5000, dann stehen da 8000. Ich habe mir das von oben angeguckt. Da waren, glaube ich, 30.000 Leute, was nicht gerade wenig ist für ein militantes besetztes Haus. Das, was die Bild-Zeitung zum Zeitpunkt auf der Titelseite als die RAF-Zentrale, weiß nicht, ob besonders schlau ist, ist klar, das meistbewachteste Haus Deutschland, da wird sich wahrscheinlich die meistgesuchtesten Terroristen Deutschlands drin bewegen. Totaler Quatsch. Stand da, RAF-Zentrale, Hafenstraße, ja, Titelseite, Bild-Zeitung, so. Und so wurden wir auch immer. Wir haben nicht mehr zurückgezogen. Ne? Und es wurden immer mehr Leute draußen. Das heißt, es fiel ihnen auch immer schwerer, ihre Aktionen da durchzuziehen. Und überhaupt sind sie dann nicht mehr in die Häuser reingekommen. So, ne? Und so schaukelt sich das dann hoch. Bis es dann eskaliert. So, ne? Also ich bin dann eine Zeit lang drin gewesen, dann bin ich wieder raus, weil mir es ehrlich gesagt auch zu heiß wurde. Wir haben dann immer so ein. Das war dann so, man muss sich das vorstellen, es gab keine Handys. Wir haben also nur Walkie-Talkies gehabt. Und die Bullen saßen damals in Alsterdorf, da war deren Kaserne. Und sie wussten, dass wir Auto- und Fahrradmelder auf den Straßen hatten mit Walkie-Talkies. Und sie sind jede Nacht ausgerückt, um uns psychisch fertig zu machen, damit wir nicht pennen können. Weißt du, sie sind ausgerückt. Dann haben unsere Melder und Melderinnen gesagt, jetzt kommt Tag X, sie räumen, sie kommen. Dann sind sie um den Block gefahren, das bei uns natürlich Red Alert war. Alle Leute über Telefonketten und so weiter. Und gerade wir Leute drinnen sind so, du hast dann nur noch Naloxon geschluckt oder was weiß ich, was für Beruhigungsmittel, Valium oder was. Und dann sind sie um den Block gefahren, dann sind sie wieder reingefahren. Aber sie hatten natürlich ihren Erfolg, indem sie uns natürlich psychisch damit fertig machen. Der meistgeguckteste Film meines Lebens ist Monty Python, Sinn des Lebens von Monty Python. Weil ich mit dem Kollegen T. wir immer nachts bei den Nachtwachen zur Beruhigung unserer Nerven Monty Python geguckt haben. Es gibt keinen Film, den ich häufiger gesehen habe, keine Ahnung, 70 Mal oder was. So. Und dann wurde es aber auch immer militanter. Man muss auch einfach mal sagen, dass der damalige Hamburger Bürgermeister Donani, er lässt sich bis heute feiern, dass er so der Friedensstifter war. Und der berühmte Satz von ihm lautete ja, ich verpfände mein Ehrenwort als Hamburger Bürgermeister, es wird nicht geräumt, in dem Moment, wo die Barrikaden abgebaut wurden. Ja, man muss aber dazu sagen, er wusste ganz genau, wenn sie wirklich versucht hätten, den Tag X durchzuziehen und zu räumen, dann hätte es Tote gegeben. Es hätte Tote auf unserer Seite gegeben, es hätte Tote auf deren Seite gegeben. Er wusste ganz genau, ich meine, sie standen ja da unten. Jeden Morgen hat man ihnen so zugegrüßt. Sie standen da unten mit ihrer neuesten Technik, Richtmikrofone. Das heißt, wir haben die wirklich wichtigen Sitzungen immer im Keller abgemacht, weil Richtmikrofone nehmen die Schwingungen der Scheiben ab und setzen sie wieder in Sprache um. Und da unten standen sie halt, ne, kurz vor der Elbe. Und Hamburg wäre zumindest Stadtteile in Hamburg wären ohne Strom gewesen, weil wir Gruppen draußen hatten, die Umspannwerke angegriffen hätten. Deutsche Botschaften und Vertretungen im Ausland, speziell in Barcelona und Amsterdam, wären angegriffen worden. Und das alles ist ja eine offene Kiste. So, ne? Das war eine Bürgerkriegssituation, wo eben dazu gehören eben auch die Nachrichtendienste. Und sie wussten ganz genau, dass das passieren wird. Insofern ist es natürlich ein bisschen zu relativieren, die Aussage, ja, er ist der große Friedensstifter. Auf eine gewisse Art und Weise stimmt das, denn er hat nicht zugelassen, dass es Tote gegeben hätte. Und es hätte hundertprozentig Tote auf beiden Seiten gegeben. Weil wir gesagt haben, wir ziehen hier nicht zurück. Für uns ging es irgendwann nicht mehr nur um Häuser,
Also die Häuser sind ein Symbol für einen größeren Kampf gewesen, sozusagen für den Überbau. Na, wir ziehen, jetzt ist hier Feierabend. Ihr habt eine Grenze überschritten und das heißt, unsere Reaktion wird zur Not auch Grenzen überschreiten. Das ist das, was wir gesagt haben. Und danach haben wir auch gehandelt halt. Wart ihr sehr einfallsreich, was eure Verteidigung, eure Verteidigungs, wie nennt man das, Waffen? Maßnahmen. Eure Verteidigungsmaßnahmen angeht, da wart ihr sehr kreativ. Was war denn da so die... Naja, wir hatten Radiosender, ne? Die hatten einen eigenen Radiosender, Radio Hafenstraße. Das muss ich auch erstmal bringen. Hallo, hallo, hier ist Hamburgs beliebtester Piratensender. Go! Let's hear some music! Hallo, hier ist Hamburgs beliebtester Piratensender. Der lief tatsächlich bei fast allen Taxiunternehmen. Man muss sagen, in Hamburg gibt es traditionell sehr viele Linke, die Taxi fahren. Und du bist ins Taxi eingestiegen und da lief Radio Hafenstraße, ne? So, und der war unterm Dach. Und ich bin irgendwann dann mit einem Kumpel, mit dem Kumpel W zusammen, uns war das beiden, dann wurde uns das irgendwann zu hart. Also, das war dann so der Running Gag, naja, wir übernehmen dann den gesamten Knast Santa Fu, den einen Block und so. Aber ein paar Jahre Knast muss man natürlich auch stehen können. Und wir beide haben gedacht, okay, wir gehen jetzt raus aus den Häusern, aber wir machen weiter. Und wir machen, der hatte ein bisschen elektronische Ahnung. Und hat einen zweiten Sender zusammengekauft. Das heißt, wenn geräumt worden wäre, dann hätte es ein Stichwort gegeben, weil der saß natürlich oben unterm Dach, brauchst du natürlich wegen der Sendung. Und dann hätte es ein Stichwort gegeben und dann hätten wir weiter gesendet von draußen. Eine Zeit lang, bis sie uns wieder am Arsch gekriegt hätten. Und da gab es noch eine sehr lustige Geschichte, weil wir waren in Eimsbüttel. Wir wollen das Ding testen, diesen zweiten Radiosender, und gehen aus so einem typischen Eimsbütteler Wäschedachboden und bauen das Ding da zusammen. Und hören plötzlich, wie Oma Harms sagt, junger Mann, was machen Sie denn da? Also sie wollte ihre Wäsche aufhängen oder sie wollte die abhängen, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und jetzt mussten wir erklären, was wir da eigentlich tun. Wir haben ihr natürlich nicht erklärt, dass es der neue Sender Radio Hafenstraße war. So. Aber das alleine war sehr kreativ. Radio Hafenstraße hat tierischen Bock gebracht. Du hast deine Musik gespielt, du hast deine Politik verbreiten können. Das Ding wurde echt gehört. So, ne? Das war schon sehr geil. Dann haben wir auf dem Dach, ich habe immer Schwierigkeiten, weil ich Höhenangst habe. Ich bin dann einmal nur aufs Dach und bin dann wieder runter. Haben wir, weil sie hatten kurz vorher in Amsterdam ein besetztes Haus geräumt, in dem sie mit Hubschraubern gekommen sind. Also oben mit den Hubschraubern über den Dächern gestanden, haben dann abgeseilt ihre Eingreiftruppe und haben dann von oben das Haus geräumt und nicht von unten. Und deshalb hatten wir irgendwann NATO-Stacheldraht oben auf dem Dach liegen, hingelegt, sodass dass der Weg also auch für sie zu war. So, ne? Aber Radio Hafenstraße, das war wirklich legendär. Das hat auch richtig Bock gebracht, einen eigenen Radiosender zu machen. Das war richtig cool. Hat Spaß gebracht. Echt. Also wurde auch Musik gespielt? Oder? Ja, ja, klar. Natürlich. Also auch zwar Redebeiträge natürlich, ne? Und auch dazu aufgerufen, Leute, unterstützt uns und so weiter und so weiter. Aber es wurde halt auch immer, das wurde auch viel Punk natürlich gespielt, aber auch querbeet, auch Soul gespielt und so Zeug. Ne? Also, ja. Und die Unterstützung von der breiten Bevölkerung war ja da eigentlich, oder? Also ja. Es war breiter, als wir dann am Anfang gedacht hätten, weil wir eben auch, weil wir militant auch aufgetreten sind, ne? Weil wir das nicht ausgeschlossen haben, das Mittel der Gegengewalt. Und normalerweise wirst du dann zu einer kleinen radikalen Minderheit und dann bist du raus. Aber hier war es dann eben so, wie gesagt, der Erbe Jan-Philipp Remzma, die alten Kiezianer drumherum, plötzlich dann auch die Grünen in Hamburg und so. Also das Bündnis wurde immer breiter, weil wir den Leuten auch einfach vermitteln konnten, was ich schon mal gesagt habe. Also wir wollten bezahlbaren Wohnraum und diesen bezahlbaren Wohnraum nicht den Immobilienhaien überlassen. Und dann reagiert der Staat auf dich, als wenn du ein Terrorist bist. So. Und das hat auch zu einer Solidarisierung in breiten bürgerlichen Kreisen geführt. So. Und das ist natürlich sicherlich auch ein Teil der Geschichte, des Erfolges. So, ne? Wie hat sich die gezeigt, die Solidarisierung? Ja, dass wir vertreten waren. Ne? Also, dass wir ein Sprachrohr hatten. Dass wir ein Sprachrohr auch hatten in Kreisen, die eigentlich normalerweise nicht mit uns zusammenhängen. Sagen wir mal linksliberale Medien, Zeitungen oder so, weißt du? Ne? Also, wo dann selbst irgendwann mal die Mopo eben, die ja nicht unbedingt jetzt in heutigen Zeiten, finde ich, entwickelt sie sich ganz gut. Aber natürlich hast du deine Feindbilder, ganz klar. Ne? Also, dieser journalistische Jauchekübel mit den vier Buchstaben, und ich meine nicht die Mopo, der ist natürlich, wie gesagt, ne? Terroristen, Hort, Hafenstraße,
Straße und so. Also wir waren täglich auf der Titelseite der Bild-Zeitung. So, ne? Das, man muss sich das vorstellen, das war wirklich eine Bürgerkriegssituation. Ich weiß, es klingt jetzt, wie Großvater erzählt, von 1418 oder 1333-45. Aber der Unterschied zum Großvater ist, wir haben für die richtige Sache gekämpft und der hat damals für Gott und Vaterland gekämpft. Der Unterschied ist ja nun auch mal zu sehen. Und das war eine Bürgerkriegssituation. Ne? Scout und ich sind dann haben zum Teil gewohnt in der Hafenstraße, hatten aber eine Wohnung unten in der Carsten-Reder-Straße am Hamburger Fischmarkt. Und zwar in dem Haus, wo der Schellfischposten ist, wo Ina Müller ihre Sendung macht, so wo auch Spismar aufgetreten ist. Und wir sind dann waren wir den ganzen Tag in der Hafenstraße, haben aber zu Hause gepennt, sind dann raus aus der Hafenstraße und wir hatten zwei Zivilfahrzeuge für uns zwei, die uns von der Hafenstraße bis zur Carsten-Reder-Straße verfolgt haben. Dann haben wir uns umgedreht, haben ihnen eine gute Nacht gewünscht und dann sind wir ins Bett gegangen. Und am nächsten Morgen standen die verdammten Korps wieder da. Ne? Also du musst dir das vorstellen, das hat ein Ausmaß erreicht gehabt, diese Situation. Das war schon echt Wahnsinn. Und hinzu kommt, wir sind natürlich auch Angriffsziel für rechte Fußballfans gewesen. Ne? Also es war, so ein Running Gag war, was machst du denn am Samstag? Und dann sagte einer, der HSV hat ein Heimspiel und dann war die Reaktion, oh, nicht schon wieder. Jedes, da hat der HSV, was er heute nicht mehr hat, ein wirklich massives rechtes Problem gehabt. Und du konntest die Uhr danach stellen. 17.16 Uhr war Abpfiff im Volksparkstadion. Dann kannst du ausrechnen, wie lange sie brauchen, bis Langenfelde oder Stelling oder Diebsteich, bis sie dann auf der Reeperbahn sind. Und dann griffen sie immer von derselben Seite aus an, von der Silbersackstraße aus. Das heißt, und dann standen wir da, dann wussten wir sind natürlich nur, weil also die Cops sind natürlich im Zweifelsfall natürlich auf deren Seite, ne, weil sie deren Job erledigt hätten. Und dann haben wir immer, ganz wichtig war, dass wir hatten da die ganze Woche über Flaschen gesammelt, in so einem großen Container. Denn wenn du Flaschen schmeißt, gehen die kaputt. Wenn du Steine schmeißt, fliegen sie dir sofort wieder zurück an die Rübe. So. Das ist ein ganz kleiner Ausflug in die Taktik unserer Maßnahmen. Und das eine Mal hat es dann richtig eskaliert. Das war dann bei Deutschland gegen Holland im Volksparkstadion bei der EM. Und da ist es richtig eskaliert. Und da hatten rechte Fußballfans seit Wochen, der Stern hat denen echt ein Medium gegeben, über mehrere Seiten haben die dazu aufgerufen, der Staat ist zu schwach und jetzt räumen wir. Die Cops machen ja nichts. Und jetzt zeigen wir denen das mal, wie das geht. Und da wussten wir, dass es haarig wird. Und es wurde auch haarig. Es wurde wirklich haarig, es ging über Stunden. Und die Bullen haben dicht gemacht, also sie kamen über die Davidstraße und dann über die Bernhard Nord an die Häuser ran. Und die Bullen haben unsere Unterstützer draußen nicht zu uns reinkommen lassen, haben dicht gemacht. Und es ging wirklich über Stunden, eine eigentlich ganz witzige Anekdote ist, wir hatten so ziemlich als letztes Mittel vorgebaute Mollys. Wir wollten keinen von denen abfackeln, aber wir wollten eine Barriere bilden. Und der Kollege W. und ich stehen da und denken, es wird jetzt langsam haarig. Wir haben keine Klamotten hier mehr und es wird echt eng jetzt hier. Und wir waren gar nicht so viele Leute drin, weil viele Leute waren draußen, einfach vor den Barrikaden, kamen nicht zu uns rein. Und dann haben wir die Mollys genommen und stehen da, müssen beide tierisch anfangen zu lachen. In diesem Steinehagel und so, weil keiner von uns beiden hatte Feuer. So, und für einen brennenden Molly brauchst du halt ein Feuerzeug, Digga. Das wäre irgendwie schon ganz gut so. Und dann haben wir, also wirklich, dann tippst du einem von uns auf die Schulter und sagst, Digga, hast du mal Feuer bitte? Nicht für eine Kippe. Und dann haben wir die Mollys geschmissen. Die gehen hoch. Also wie gesagt, wir wollten damit keinen verbrennen, aber wir wollten eine Barrikade schaffen. Dann gehen die irgendwie 5, 6, 7, 8 Meter zurück, während die Straße brennt. Und so ein Molly verbrennt dann ja auch und dann rücken die wieder vor. Und da wussten wir, jetzt geht's echt ans Eingemachte. Und nun ist aber mittlerweile der öffentliche Druck draußen in Hamburg, weil ja auch so viele Straßen gesperrt waren. Ne? Also die Verkehrsnachrichten dauerten 5 Minuten lang auf NDR 2 oder was. Und mittlerweile hatten wir Tausende von Leuten vor den Barrikaden. Und dann wurde der öffentliche Druck so groß, dass sie dann irgendwann doch eingeschritten sind und diesen rechten Mob dann verhaftet haben. So, ne? Aber also das war... Puh, also das war ganz kurz vor einer Räumung, aber nicht von staatlicher Seite, sondern tatsächlich von rechten Hools, ne, und rechten Fußballgruppen. So, ne. Da ist das Abenteuer dann auch irgendwann mal vorbei. Auf der Friedensdemo in Bonn, wo 100.000 Leute waren, da wurde es leider nicht gespielt. Ne? Also zu dem Zeitpunkt, als ich diese Ansage mache, stehen 10, 15 Kollegen von uns mit Knüppeln auf der Bühne und sagen, okay, geht los. Es gab da tatsächlich ein Problem mit Nazi-Punks. Diese Gang um Slime rum hat auch einen ganz großen Anteil an dem Erfolg der Band. Und dann haben auf jeden Fall die ersten Punks mit 20-Mark-Scheinen im Publikum gewedelt. Und da war so eine ganz komische Atmosphäre. Ne? Dicken, komm mal vor, der Typ hier ist Slime. Und jetzt Kohle raus. Dinge, auf die ich nicht stolz bin in meinem Leben. Deutschland muss sterben, damit wir leben können.